cool. Die Karawane zieht weiter und wir ziehen zum Stadion. Bundesliga-Auftakt 2010-2011. Heute auf dem Programm Borussia Dortmund gegen Bayer Ballack. Natürlich Bayer Leverkusen, sorry. Ergebnistipps und Fanmeinungen in diesem Videoclip. Dortmund Leverkusen. 2-1. 2-1. 2-1 und 4-0. Du sagst 4-0. Ja, beides. Der hat schon Bier getrunken. Nein, ich sag 2-1. Was sagst du denn zur neuen Errungenschaft da bei den Tabletten? Hundertprozentig. Der für uns. Hundertprozentig für uns. Ja. Können wir uns mit anfreunden? Der Xing, ja, klar. Uwe, er redet von Leverkusen. Ey, mal, hast du an der Kapiste oder was? Er redet vom Ball. Ja, ist doch lustig. Ihr seid gut drauf. Wir sind hier auf dem Rastplatz. Boah, 10 Kilometer vor Dortmund. Was für ein Fanclub seid ihr? Wir sind Fanclub Büren. 78 e.V. Okay, und immer gut Stimmung bei euch, oder? Ja, hallo? Siehst du mich an? Nee, bleib alles klar. Dran. Möchtest du auch noch einen Tipp abgeben? Das Radio. Was ist die Reportage? Tipp? 2-1. 2-1? Hast du auch noch? Sag doch mal in die Kamera. Da. Dein Tipp. Mein Tipp, 5-2 für den BVB. Wie viel? 5-2 für den BVB. 5-2. Also 2-1 ist realistisch. Ich würde sagen 3-2. 3-2, okay. Haben wir noch eins? Ich sag 4-1 für Dortmund. 3-1 für Dortmund. 4-0. 4-0, ja super. Also mein Tipp vor Ort ist 3-1. 2-1. Ballack wieder dabei, oder? Hier bei den Tabletten. Ja gut, aber bei den Pillendrehern kannst du ja nichts von hoffen. Ballack ist ja nichts. Also ich sag mal, wir haben Kagawa und ich sag mal, Kagawa ist der Beste, den wir jetzt momentan haben können. Und ich glaube, das schaffen wir heute mit 3-1. Also meinst du, das hat Borussia super gemacht, dass sie den Kagawa... Also sag mal, für 350.000 Euro kannst du nichts verkehrt machen. Schnäppchen für uns. So sehe ich das auch. Und du? Genau so. Hans, wer macht die Show? Barrios, Lewandowski und Götze. Alles klar, viel Spaß. Dann Tipp. 3-1. 4-0. 4-0, super. Wieso so hoch? Wieso so viel Optimisten? Ja, weil ich denke, dass die es drauf haben und gewinnen. Okay. Ja, genauso. Nach dem Spiel jetzt im UEFA Cup war das, denke ich mal, ein guter Gegner. War vielleicht nicht ganz so stark wie Leverkusen, aber ein 3-1 traue ich der Mannschaft zu. Aber Ballack ist wieder da, oder? Ja, ob der Ballack da ist oder nicht, ich habe noch nie von dem viel gehalten. Auch wenn alle immer so jubeln. Aber deswegen mache ich mir keinen großen Kopf. Tipp für heute, 2-0. 5-0. Ui, wieso? 2-1. 2-1, also doch pessimistischer eher. Warum? Gewonnen ist gewonnen. Cooles Armband haben sie. Also ich sag 3-1, weil 2-0 schon weg ist. Ja, ich bin für ein 3-2. Ich denke mal, viele Tore, gutes Mittelfeld, gute Stürmer, 3-2. Ballack wieder da, was sagt euch das denn? Ja. Raupe. Er ist Ballack. Ja, genau. Raoul, haben, also. Raoul ist bei Schalke, es zieht uns keinen, wir gewinnen trotzdem. Ja. Also Ballack kein Thema, oder? Nee, wir haben Kagawa. Richtig. Dann Tipp? 3-2. Tipp für heute? Ich sag mal ganz optimistisch 2-1 für uns natürlich. Okay, vielen Dank. 1 tippe ich einfach mal. 2-1. Super. Bitte drauf haben. Ballack dabei und... Nee, der kommt höchstens zur Halbzeit. 20 Minuten. Warte, spielen noch 20? Ja, glaub nicht, dass der von Anfang an spielt. Hör mal, hier, Fachmann. Müssen wir Angst haben vor Ballack? Nein, auf keinen Fall. So, am Donnerstag schon getippt. 4-0 habe ich getippt, deswegen. Kriegt man nicht eine CD oder so bei dir? Ja, hast du uns schon eine E-Mail geschickt? Nee, das noch nicht. Muss man vorher machen. Du musst uns eine E-Mail schicken mit deiner Adresse und dann schicken wir dir die CD raus, wenn wir überprüfen, dass du das 4-0 getippt hast. Dann mache ich das. Dann tippe ich heute auch wieder 4-0. Wieder 4-0? Nein, sagen wir 2-1. Aber das steht jetzt? Ja klar, 2-1 steht. Okay, was sagst du zu Ballack? Ach, Ballack, weiß ich auch nicht, der kann nix. Er sagte gerade schon, er ist mehr auf anderen Spielerfrauen als am Fußballspielen. Auch mal was Neues. Dein Tipp für heute? 3-2. Das ist natürlich hart. 2-0, sag ich. Okay, was sagt ihr so zu Ballack? Ah, der muss erstmal wieder seine Leistung jetzt hier bringen und ich habe da keine Angst vor. Der schießt das eine Tor, oder? Also, wenn er irgendeinen wieder zwingt, den Elfmeter ihm zu geben, dann ja. So, dann Tipp für heute. 2-0. Was macht die ganze Polizei hier? Sag mal, Dortmund gegen Leverkusen habe ich eigentlich noch nie gesehen. Dann warst du noch nie oft hier. Aber Dortmund gegen Leverkusen, so ein Polizeiaufgebot? Schon immer. Immer?
Also ich habe mal einen Ergebnistipp in Leverkusen gemacht. Muss ich sagen, ich habe überhaupt gar keine Polizei gesehen. Ich weiß nicht warum. Die Dortmunder sind teilweise auch ein bisschen verrückt. Aber ich gehe seit 5-6 Jahren regelmäßig her und bis jetzt noch nichts passiert. Aber ich fühle mich so irgendwie wesentlich wohler. Und was macht der Ballack jetzt in Leverkusen oder beziehungsweise heute hier in Dortmund? Spielt er mit? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es auch nicht. Er wird nichts reißen. Euer Leverkusen fällt gerade ins Wasser. Euer Tipp für heute? Heute 2-1 Dortmund. Und du? 3-0 Dortmund. Warum so optimistisch? Ich komme aus München. Du kommst aus München? Bist auch Bayern-Fan, oder? Niemals. Niemals. So ein richtiger Dortmunder, oder? Durch mich? Ja. Durch mich Dortmunder geworden. Meine Familie kommt hier aus Dortmund, aber wir wohnen in München. Und was sagst du zum Ballack? Der ist heute wieder da. Na egal. Ballack müssen wir ausschalten. Die Flitzpiepe. Was kann der denn? Weitschüsse? Kann er schon kommen. Egal. Ja, okay. Ich wünsche euch viel Spaß im Stadion und gebt mal Gas, damit ihr noch unter das Dach kommt. Machen wir. Danke. Viel Spaß. Tschüss. Ja, das war der Noah21.de Ergebnistipp. Es fällt wahrscheinlich gleich alles ins Wasser hier. Und ich springe jetzt auch mal ins Stadion, damit ich unter das Dach komme, weil jetzt wird es auch mächtig kalt. Gerade war es noch richtig schön. Ich hoffe, das richtige Ergebnis war dabei. Wer das richtige Ergebnis tippt, schickt uns eine Mail. Ihr gewinnt auf jeden Fall mal die CD von der Boschke Dortmund, meine Stadt, die ihr hier im Abspann hört. Viel Spaß, danke. Nicht zu vergessen, jede Woche der 12. Mann zu sein. Ich lebe meinen BVB und lass ihn nie allein. Dort, der Krone im Revier. Und es war nicht die schönste Stadt, doch trotzdem lebe ich gerne hier. Ich mag die Menschen dieser Stadt, mein BVB macht alle platt. Dortmund, du bist mein Stein.